Schnee mit ins Haus geschleppt. Oh, hallo Kinder, da seid ihr ja schon. Oh, ist das kalt draußen. Kennt ihr das? Wenn man vom Weihnachtsmarkt kommt und man so richtig durchgefroren ist, bis in die Knochen. So geht's mir gerade. Warte, ich brauche jetzt erstmal ein paar dicke, dicke Kuschelsocken. Oh, vielleicht noch eine Kuscheldecke. Oh, ja, schon besser. Ja. Also richtig warm wird es mir noch nicht. Oh, kennt ihr das? Wenn man an kalten Wintertagen draußen war und man die Kälte dann bis in die Knochen merkt, kann man eigentlich machen, was man will, so wirklich warm wird man nicht, oder? Raffelkiste, was sagst du denn dazu? Ist dir heute gar nicht kalt? Wollen wir mal reingucken? Okay, kommt mit. Eine Tasse. Ich glaube, ich weiß schon, was du sagen willst, hm? Wenn einem so richtig kalt geworden ist, dann braucht man Wärme von innen. Deshalb trinken die Erwachsenen auch immer den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Aber Glühwein kann ich ja jetzt nicht mit euch trinken. Aber ich weiß, was wir machen könnten. Habt ihr euch schon mal so einen leckeren weihnachtlichen Kinderpunsch selber gemacht? Das ist so lecker. Allein wenn man den Geruch schon riecht. Das wäre doch was für uns, oder? Ich würde sagen, wir gehen mal runter in die Küche. Kommt mit! So, was brauchen wir also für unseren Weihnachtspunsch? Zuerst einmal brauchen wir Säfte, je nachdem, was ihr gerne mögt. Ich mag zum Beispiel gerne Apfelsaft und auch Orangensaft. Wenn man jetzt aber eine besonders schöne Farbe haben möchte, kann man natürlich auch so einen dunklen Beerensaft nehmen. Zum Süßen nehmen wir etwas Honig. Und damit das Ganze schön weihnachtlich schmeckt, brauchen wir natürlich auch Zimt und ein bisschen frischer Zitronensaft kommt auch mit dran. So, und dann wollen wir unsere Tasse natürlich noch schön weihnachtlich verzieren. Da nehmen wir statt eines Löffels einfach eine Zimtstange. Und eine Orangenscheibe darf natürlich bei einem Fruchtpunsch auch nicht fehlen. Wenn ihr den Geschmack von Anis gerne mögt, dann könnt ihr so einen schönen Sternanis zum Schluss mit in den Punsch geben. Das sieht toll aus und gibt auch noch einen super Geschmack ab. So, jetzt muss unser Punsch natürlich in den Topf. Ich mische mir heute einfach von jedem Saft etwas zusammen. Das gibt bestimmt eine tolle Farbe und einen ganz tollen Geschmack. Wenn wir alles im Topf haben, lassen wir die Mischung ganz langsam kochen. Gelegentlich umrühren nicht vergessen. Wer gerne Fruchtstücke im Punsch mag, kann natürlich jetzt während des Kochens schon ein paar klein geschnittene Apfelstücke dazugeben. Die werden dann herrlich weich und schmecken einfach super lecker im Punsch. Und dann heißt es erstmal warten. Wenn der Punsch kocht, müssen wir ihn schnell von der Herdplatte nehmen. Jetzt müssen wir noch die übrigen Zutaten hinzugeben, also den Honig, den Zimt und den frischen Zitronensaft. Das Ganze lassen wir nochmal ungefähr 10 Minuten schön nachziehen.
und dann kann der Punsch angerichtet werden. Wir geben den Punsch also in eine schöne weihnachtliche Tasse und verzieren sie anschließend mit einer Zimtstange, einem Sternanis und einer Orangenscheibe. Sieht das nicht toll aus? Lasst es euch schmecken. Wie das duftet. Oh, jetzt geht's mir besser. Bin ich herrlich aufgewärmt von innen. Wenn ihr Lust habt, das Rezept zu Hause mal nachzukochen, dann schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. www.musikmitmaike.de. Das verlinke ich euch noch hier unten in der Beschreibung. Da gibt es die Rubrik Rappelkiste. Und da findet ihr unter anderem auch dieses leckere Kinderpunschrezept. So, mir geht's jetzt besser. Rappelkiste. Ich würde sagen, wir machen es uns jetzt ganz gemütlich, kuscheln uns mit unserem Punsch und ein wenig Weihnachtsmusik auf die Couch, lesen ein schönes Weihnachtsbuch und genießen die Weihnachtszeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.